Watergate war das erste Mal, dass Journalisten, und zwar zwei Journalisten, Bob Woodward und sein Kollege, die eigentlich aus einer lokalen Redaktion kamen, einen Präsidenten am Ende gestürzt hatten. Aber sie hatten einen Helfer im Hintergrund, von dem sie gar nicht wussten, wer es ist. Und ich hatte das Glück, dass mich ein Verlag aus Deutschland anlief, als Woodward seine ersten Erlebnisse in dieser ganzen Geschichte in einem Buch verfasst hatte, und darüber gab es eine deutsche Ausgabe. So habe ich dann ihn sozusagen als einen der Watergate-Wissenden und Beteiligten interviewt, später nochmal wieder. Jetzt war der Anlass dieses Buch, und ich habe auch später die Verlegerin Kathy Graham nochmal interviewt. Auf diese Art und Weise habe ich natürlich an dem Kontakt festgehalten und hatte gute Informationen über das Geschehen in Watergate. Und es war tatsächlich so, dass Woodward überhaupt keine Ahnung hatte, wer ihnen immer Informationen zuspielt. Sie nannten ihn Deep Throat. Das war die tiefe Kehle. Das war eigentlich was Unanständiges. Da gab es einen Sexfilm in jener Zeit, der hatte den Titel Deep Throat. Also irgendwann wurden die auf geheimnisvollen Wegen von Deep Throat angehört. Der wusste immer alles. Der wusste genau, wer im Weißen Haus an diesem schurkischen Einbruch im Watergate-Gebäude beteiligt war, beziehungsweise wer den Auftrag gegeben hatte. Der nannte sich die Klempner-Truppe. Und das ging dann immer weiter. Es ging immer näher an den Präsidenten heran. Seine Berater wurden auf einmal in Prozesse hineingezogen, seine Minister wurden in Prozesse. Es war also sozusagen etwas, was immer näher an den Präsidenten herankam. Und mein Glück war, im August trat Nixon ab. Es waren seine Parteifreunde, ihn noch einmal besucht, kamen aus dem Weißen Haus raus und sagten, der Präsident ist natürlich derjenige, der alles im Griff hat und er muss die Entscheidung treffen. Und da wusste man, der tritt jetzt zurück. Der ist zurückgetreten, bevor mein Assignment in Washington aufhörte. Ich habe später, also sozusagen, bin ich befragt worden. Da hat der Interviewer gesagt, also es war so, Nixon wusste, im Herbst geht Lojewski wieder weg, also trete ich vorher noch zurück, damit der sein Kapitel abgeschlossen hat. Also ich hatte Glück, wie überhaupt ich immer Glück hatte in meinem Beruf. Nicht immer, aber meistens.